Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir in diese ominöse Höhle reinkommen. Mit jeder einzelnen Legende, ohne dass wir dort reinfliegen müssen, einen Grappling Hook oder den Loba Teleport benutzen müssen. Es gibt einen kleinen Trick, wie man wie gesagt mit jeder Legende da reinkommt. Hat mir ein Kollege von Instagram per Video geschickt. Und zwar ist das eine Apex Instagram Seite. apex.info.de habe ich in den letzten Videos immer mal verlinkt und euch auch gezeigt. Der hat über 5000 Follower, bringt jeden Tag tagesaktuelle Informationen über Apex Legends. Schaut da gerne rein, verlinke ich euch. Es lohnt sich da reinzusehen. Er bringt wirklich coole Sachen. Wir supporten uns gegenseitig immer mal. Feine Sache. Bevor es jetzt gleich losgeht, noch eine letzte Werbung. Ihr kennt meinen Kooperationspartner Gaming Nutrition. Die haben gerade eine absolute Hammeraktion bis zum 17. Mai. Läuft diese. Ihr kriegt entweder 10 Euro Rabatt pro Dose, wenn ihr zwei bestellt, mit dem Code 2F49, quasi 2449, zwei Dosen für 49 Euro, oder drei Dosen und bekommt eine kostenlos, quasi 3 for 2, Code 3F2. Verlinke ich euch nochmal hier in der Videobeschreibung, wie das genau funktioniert. Wenn ihr da Bock drauf habt, bis zum 17. Mai ist diese Aktion erhältlich. Wer genauere Informationen über diesen Gaming Booster braucht, schaut einfach mal auf dem Link vorbei und belest euch da ein bisschen, wenn ihr Bock habt. Ich benutze es regelmäßig, stehe hinter diesem Produkt, deswegen werbe ich auch dafür, sonst würde ich dies nicht tun. Und jetzt zeige ich euch endlich, wie man in diese Höhle reinkommt und vor allem, wie man wieder rauskommt. Viel Spaß! So ist eigentlich die perfekte Route, um von hier aus reinzufliegen. Ich hoffe jetzt, dass da nicht zu viele rein wollen, vielleicht von alleine, dass ich das perfekt zeigen kann. Ich nehme auch bewusst Pathfinder, weil man auch gerne mal schnell daneben springt. So kann man sich mit dem Grappling Hook nochmal ganz schnell da ranziehen und das einfach nochmal probieren. Es gibt auf jeden Fall einen kleinen Pfeiler, den wir ansteuern können. Und da landet man relativ sicher. Und zwar müssen wir hier in dieser Kuhle landen. Ne, hier so. Hier so. Moment, ich zoome hier mal ein bisschen ran, damit ihr wisst, wo. Auf jeden Fall in dieser Kuhle. So. Und dann springen wir hier einmal runter, zack. Und zack, drehen uns um und lenken sofort wieder nach vorn, damit wir genau in Blickrichtung der Höhle gucken. Und dann sind wir hier drinnen. Dann können wir hier alles schön ablooten, denn hier liegt wirklich absolut geiler Stuff. Und natürlich zeige ich euch jetzt noch, wie man hier wieder rauskommt. Natürlich nicht mit dieser Zipline, das ist klar. Ich will mal gucken, ob ich jetzt hier beispielhaft zeigen kann, was hier eigentlich alles für geiles Zeug drin liegt. Zack. Ja, hier, Hammer schön. Goldenes Knockdown und ein lila Körperschild, absolut optimal. Und hier ist dieser Schalter und den habe ich heute beim Livestream absolut übersehen. Und dann öffnet sich hier die Luke und wir können wieder raus. Und dann kommt nämlich jetzt hier, zack, die Zipline. Die Luke ist geöffnet. Absolut feines Ding. Das soll es von dem Video schon wieder gewesen sein. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.